Hallo meine lieben Drahtis, heute zeige ich euch eine besondere Technik. Ihr seht es hier vielleicht schon so ein bisschen an dem Kranz. Das ist kein vorgedrehter Draht, das ist wirklich mit der Hand gefertigt. Es dauert natürlich ein bisschen länger, mit dem vorgedrehten Draht geht es natürlich alles ein bisschen schneller. Aber das wollte ich euch eben auch noch mal zeigen. Und ihr seht ja schon, wie kompakt der hier ist. Also der ist auch nicht flodderig oder so. Ne? Also der hat, da kann man wirklich sich nicht draufstellen, aber er ist ordentlich kompakt. Und wie der so funktioniert, das zeige ich euch natürlich auch. Und ihr seht natürlich auch, dass ich hier drei Kerzenhalter schon drin habe und dass natürlich der vierte fehlt. Das hat auch einen Grund. Ich habe euch ja in dem vorigen Video hier bei dem tollen Gesteck gezeigt, wie man diesen Kerzenhalter richtig schön andrahtet. Und ganz ehrlich, es war nicht so mein Anspruch. Es war doch ein bisschen wackelig. Und ich habe gedacht, warum funktioniert das nicht bei der Kugel, aber bei dem Kranz? Und ich habe es natürlich ein bisschen verstärkt. Und so wie ich das in dem Video hier auch schon gesagt habe mit dem Kerzenhalter, so habe ich das tatsächlich jetzt hier mit dem Kranz gemacht. Ich habe hier praktisch diesen Draht nach unten gearbeitet. Das zeige ich euch aber, da habe ich auch den schon vorbereitet, dass wir dann eben auch loslegen können. Ja, und weil ich gerade hier so in der Vorstellungsrunde bin, bevor wir gleich loslegen, möchte ich euch natürlich noch was ganz Besonderes zeigen. Wir haben ja in dem letzten Video den Kugelkranz gemacht. Und der ist so gut angekommen und schaut mal, hier gibt es den auch im Mini-Format, so mit den Mini-Kugeln. Und dann ganz kleine Weihnachtskugeln einfach nur reingesteckt, beziehungsweise sind die festgeklebt. Aber nein, den habe ich diesmal nicht gemacht. Also der ist sogar in der Versteigerung bis jetzt am Sonntagabend, wer den haben will. Und da schaut einfach mal vorbei in der Gruppe Art auf Wiese. Von Tanja Wiese. Das ist ein Fanclub bei Facebook. Also da wird dieser Kranz versteigert. So, und das ist eben auch nochmal mein Dankeschön an Tanja, weil sie mir eben auch immer hier fleißig hilft und manchmal hier eben auch die Kamera hält. So, jetzt werden wir aber loslegen. Und zwar habe ich euch mitgebracht 1,5 in Titan. Sonst kennen wir das ja immer mit dem vorgedrehten Draht. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin noch so machen. Ist bestimmt ein bisschen laut mit der Tüte. Und das ist aber so eine besondere Technik. Da könnt ihr natürlich auch Kugeln davon machen und eben auch so einen schönen Kranz. Schneide ich jetzt mal hier durch. Und das ist so von der Technik her eigentlich ganz einfach, weil ihr zieht das alles jetzt hier so ein bisschen von der Rolle ab. Und jetzt muss ich mal gucken, wo jetzt hier der Anfang ist. Ach ja, die Brille muss ich aufsetzen. Dann sehe ich natürlich auch besser, wo der Drahtfaden ist. Und da ist er. So, habe ich fertig. Ihr könnt natürlich den Draht von innen nach außen, ihr könnt es aber auch umgedreht machen. Das ist völlig Banane. Und jetzt einfach so locker auf dem Fußboden fallen lassen. Und das machen wir jetzt natürlich mit der ganzen Rolle. Und dann baut ihr euch hier einen richtigen Haufen, also einen Drahthaufen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, ich will den von der anderen Seite, nehmt ihr es von der anderen Seite. Also das könnt ihr wirklich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch beide zusammennehmen. Also ihr seht, Hauptsache, der Draht wird hier so ein bisschen abgeschoben von der Rolle. Und eben auch ganz locker. Und mit innen und außen habt ihr natürlich die beiden Drähte auf einmal. Und geht natürlich ein bisschen schneller. Wobei, in der Ruhe liegt die Kraft. So, ich werde das jetzt hier für euch nochmal abziehen. Und wenn es etwas länger dauert, dann werde ich das gleich mal mit Musik hinterlegen. Thank you.
So, ihr Lieben, und jetzt haben wir einen riesen Drahthaufen. Und den will ich euch natürlich zeigen. Dafür brauche ich hier natürlich ein bisschen Platz und räume das mal ganz vorsichtig etwas rüber, damit uns das hier nicht irgendwie in die Quere kommt. So, ein bisschen Deko-Gedöns. Und jetzt holen wir uns mal den Haufen nach oben. Und so sieht's aus. Und jetzt nehmt ihr einfach diesen Drahthaufen und knüttelt ihn so ein bisschen zusammen. Ein bisschen Platz machen. So, und wenn ihr dann alles oben habt und ihr seht schon, da kommt noch mehr. Fertig. Dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Nein, natürlich nicht. Also wir machen schon ein bisschen weiter. So, dann müssen wir hier einmal, nehme ich den ganzen Drahthaufen und werde ihn hier einmal so ein bisschen kleiner formen. Kasi, du klaust nicht. Kein Katzenfutter. Stiebitzt sich nämlich immer rein. So. Und jetzt öffnet ihr hier in der Mitte, macht ihr hier so ein kleines Loch. Macht es bitte nicht zu groß, denn wenn es zu groß ist, müsst ihr das natürlich noch ein bisschen umnähen, das Ganze. Und jetzt formt ihr. Nehmt euch eine Schlaufe, geht dann einmal hier durch und formt euch dann den Kleinkranz zurecht. Aber wie gesagt, in der Mitte das Loch nicht zu groß lassen. Und dann könnt ihr das auch mal wieder umdrehen. Und lauter solche Schlaufen macht ihr und geht zwischendurch immer mal so rum. So wird er praktisch etwas fixiert. Das machen wir jetzt natürlich eine Weile. Am Anfang nehme ich euch natürlich mit auf diese Drahtreise hier, aber dann werde ich den Schnelldurchlauf einschalten. Und schaut mal. Und das Wichtige ist an der ganzen Sache, dass ich das ziemlich hoch haben möchte. Weil ich finde, wenn dann in der Höhe dann noch die Kerzen oben drauf sind, es ist einfach eine Pracht. Und der soll sich ja auch mal ein bisschen anders abheben von den anderen Kränzen. So, und dann wird natürlich immer eine Schlaufe mit der anderen so ein bisschen verbunden. Und ganz wichtig ist, dass ihr die Masse auch wirklich gleichmäßig verteilt. Nicht, dass ihr dann hier zu wenig habt und hier zu viel. Also das müsst ihr wirklich und immer wieder zusammendrücken und Schlaufen ziehen und durchziehen. Und ruhig immer bis in die Mitte einfach gegendrehen. Den nächsten nehmen, durchfädeln. Und ihr seht ja, dass es geklappt hat, weil ich ja einen fast fertigen Kranz hier stehen habe. Also wer dann wirklich mal den vorgedrehten Draht, nicht vorgedreht, bei uns eingekauft hat, ihr seht, es ist gar nicht schlimm, dann müsst ihr ihn nicht zurückschicken, dann macht ihr eben die Variante. Dauert zwar ein bisschen länger, aber dann könnt ihr euch auch das Rückporto sparen und das Neue, ne? Dann kann man sich dann eben auch so behelfen. Und immer wieder ein bisschen formen. Und natürlich ist das Geflechte schon, dauert eben seine Zeit. Ihr braucht da bestimmt bei so einem Drahtkranz, also eine Stunde braucht ihr bestimmt, bis alles richtig schön fertig ist und sitzt. Aber das ist so ein richtiger, schöner, großer Drahthaufen gewesen. Und auch mal von der Idee her, die Technik. Und dass man eben den richtig schön groß kriegt. Und guckt mal, und immer wieder, ihr streichelt eben euren kleinen, schönen, süßen Kranz. Und die Schlaufen, die halten das
und verbinden das hier sogar jetzt mal Anfang oder Ende. Das eben auch mit reinsetzen. Da, wo er rauskommt, schnappen. In der Mitte mit rein. Ihr könnt natürlich auch eine Zange nehmen. Ich mache das jetzt hier gerade mit den Händen so ein bisschen. Hier auseinanderziehen dann wieder, wenn ihr mal ganz viele habt. Und immer wieder kuscheln mit eurem Kranz. Ich werde das jetzt noch mal so zwei, drei Ecken noch mal zeigen für euch. Und dann mache ich natürlich den Schnelllauf rein, ne? Dass ihr da euch nicht langweilt. Und hinterlege das wieder mit ein bisschen netter Musik. So, also Schlaufe, hier durchfädeln, da wo es rauskommt, einfach nehmen. Den Draht auch mal umdrehen von der anderen Seite. Ihr könnt natürlich hier unten auch ein Loch lassen. Schaut mal, das habe ich hier, bei dem habe ich das gemacht. Ich habe praktisch hier ein Loch gelassen, hier unten. Ihr seht noch den Rand. Und den habe ich dann im Nachhinein, habe ich den mit Schlaufen einfach wieder zugemacht. Das muss man gar nicht, wenn man diesen Boden lässt. Also in dieser Variante würde ich vielleicht auch meinen Boden gleich mit einarbeiten. Ansonsten reißt ihr das in der Mitte auch auseinander und habt dann eben, ja, ein Loch auch unten. Aber ich mache das jetzt in der Variante gleich mal richtig, so wie ich es auch gerne gehabt hätte. Ist mir vorher nur noch nicht eingefallen. Aber da ich immer alles erst ausprobiere, bevor ich euch das hier präsentiere, ja, und dann lernt man ja auch davon, ne? Dass man dann sagt, ach Mensch, ja, das hättest du eigentlich auch mal so machen können. Aber weil der Draht dann schon verbaut ist, ist es natürlich schwierig. Immer wieder schlaufen und immer wieder mit anderen Reihen hier verbinden. Und hier zwei Schlaufen mal miteinander, auch das könnt ihr machen, verdrehen, verknütteln. Das ist auch mal schön. Die Schlaufen ein bisschen enger machen und los geht's. So, ihr Lieben, ich werde jetzt für euch den Schnelldurchlauf machen, dass das eben für euch auch nicht langweilig wird. Immer wieder schön drücken mal zwischendurch, ne, dass ihr eine Form bekommt und hinstellen. Und ihr werdet sehen, wie der wächst. Und dann mache ich natürlich die wichtigen Details. Die werde ich dann auf alle Fälle noch mit euch hier auf den Weg geben. Weil das ist ja wichtig, dass ihr das auch richtig toll hinbekommt. Also, dann bis gleich, ihr Lieben. Wir sehen uns. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt schon ein bisschen weitergekommen und trotzdem seht ihr, dass man immer noch die letzten Schlaufen hier durchziehen kann. Also der ist auch wirklich noch lange nicht fertig. Nur zwischendurch muss man eben auch mal was Wichtiges sagen. Und deswegen hier unten den Boden, wenn ihr den arbeitet, also wirklich schön auseinanderziehen, euch die Drähte von hier unten nochmal mitnehmen und dann richtig rausziehen. Zwischendurch wieder irgendwo und dann mit den anderen Drähten wieder mit gemeinsam verschnüren, umwickeln. So dass ihr, der Boden muss wirklich nicht dicht sein. Also da könnt ihr das auch wirklich dünn lassen. Wichtig ist nur, dass ihr immer guckt und euch die Form immer wieder zurechtzubildet, weil das ist wichtig. Nicht, dass ihr dann irgendwie ein Osterei habt und wir wollten den ja für Weihnachten machen. Übrigens ist das ein Kranz, der ist auch zeitlos. Ihr könnt den ja auch anders dann dekorieren, frühlingshaft, sommerlich, wie auch immer.
Also da könnt ihr den nicht nur für die Weihnachtszeit nehmen. Ich werde den aber für die Weihnachtszeit auch nett dekorieren für euch gleich. Und den würde ich dann natürlich in den Schrank stellen und dann wirklich nächstes Jahr erst wieder rausholen. Den würde ich dann auch nicht auseinanderbauen. Dafür ist dann wirklich, naja, das auch zu schade. Aber ihr seht schon, der Boden ist einigermaßen schon ganz gut, auch schon ganz gut fest versurrt. Nur hier an den Enden teilweise ist es noch nicht gut und das Loch ist hier auch nicht in der Mitte. Und das ist ja wichtig, dass wir ein mittiges Loch haben, sonst wäre es ja eine abstrakte Kunst. Und dann seht ihr ja auch, dass wir hier ganz viele Drähte noch hier drin haben, die noch locker sind. Und das bedeutet, dass der Kranz dadurch auch noch keine Stabilität hat. Also ihr müsst euch dann teilweise die Drähte von innen dann rausziehen und genauso einmal mit rumschlaufen. Und das Loch zieht ihr euch natürlich jetzt auch mittig. Denn wenn alles fest ist, ist das Loch ja auch fest, würde ich mal so sehen. Da gibt es natürlich auch einen Trick, ne? Wenn man dann mit ein bisschen 1,5 mm Draht arbeitet und dann das ein bisschen rumwickelt. Also das habe ich auch schon gemacht. Manchmal trifft man ja auch nicht ganz die Mitte. So, und ihr nehmt euch jetzt wirklich die Schlaufen aus der Mitte heraus und arbeitet diese, das zeige ich euch hier, einmal eine Schlaufe aus der Mitte hier rausnehmen und dann arbeitet euch ruhig nochmal den mittleren Rand etwas fester, weil da setzen wir ja dann auch die Kerzen drauf und da sollte der Rand schon etwas kompakter sein. Und dann aber nicht immer nur außen rum gehen, sondern dann auch mal wieder dann die Drähte in der Mitte verschwinden lassen, weil wir haben ja viele Drähte, die hier drin noch sind, die wir immer wieder hier durch die Mitte, durch den oberen Kranz, dann seitlich wieder fixieren. Also das ist wirklich eine Arbeit und ich sag's euch, wenn der Kranz fertig ist, ihr zuppelt immer noch rum. Deswegen so schnell wie möglich, wenn er dann fertig ist, dekorieren, damit ihr auch gar nicht mehr in die Bredouille kommt und da noch mehr, einfach noch dann weiter loslegt. Und ihr seht auch hier an der Seite immer mal ein bisschen ziehen und wieder die Schlaufen in der Mitte nach außen einfach ein bisschen durchziehen. Und dann natürlich könnt ihr zum Schluss das auch ein bisschen noch verdrehen, ganz klar. Das habe ich hier bei den anderen auch gemacht. Dadurch bekommt der nämlich auch noch mal so eine kleine Schlaufenoptik. So. Wenn ihr in der Mitte zum Beispiel, wenn euch das nicht gelungen ist und ihr das schief habt, dann nehmt ihr euch einfach einen 1,5 mm Draht zur Hand. Zeige ich euch jetzt mal. Also ruhig immer ausrichten, dass der Kranz schön hoch ist und dass der Kranz natürlich hier die Auflagefläche auch gleich habt. Also deswegen ruhig mal von oben noch mal eins mitgeben. Unten natürlich auch noch mal gucken und ausrichten und wenn möglich Schlaufe angefasst einfach hier wieder durchziehen. Also ihr Lieben, das ist wirklich eine Fleißarbeit, aber das könnt ihr und ihr habt Zeit, das weiß ich. So. Na, und hier, wenn so ein Gedunse ist, also wirklich rausziehen, Schlaufe rein und immer wieder verweben. Dann passiert euch auch nichts und den Kranz natürlich auch nicht. Das ist ja dann eigentlich schon fast ein Körbchenkranz. So, aber ich wollte euch was anderes zeigen, dass ihr nämlich dann, wenn das die Rundung ist und die nicht in der Mitte sitzt, dass ihr euch einfach einen Draht nehmt, ne, wenn ihr das Ganze hier außen schön mit den Drähten einmal ringsrum fixiert habt, die auseinanderziehen ein bisschen und die wieder rein und das Ganze wieder verzwirbeln, so dass eben auch ein schöner fester Rand entsteht und immer wieder mit anderen Drähten verbinden. Dann könnt ihr sagen, okay, das ist richtig gut geworden. Natürlich müsst ihr das noch umschlaufen, ne, so wie ich das hier gezeigt habe. Aber das ist nicht schön. Also nehmt ihr euch einen Draht am Anfang
fixiert den. So, dass der Draht also auch richtig schön fest ist. Und dann natürlich auch mit dem Draht etwas rumgeschlagen wird. So, und dann legt ihr euch einfach den runden, den Draht etwas rund. Schaut mal. Ich kann das jetzt nicht richtig sehen, ob das rund ist, aber das ist rund oder soll rund sein. Und das soll das Loch so ein bisschen gleichmäßiger machen. Und wenn das dann rund ist, dann, ich schneide das Ganze mal ab, dann fixiert ihr das. Nämlich hier, ne, ruhig die Rundung jetzt hier lassen und den Zwischenraum. Wenn möglich, einfach festhalten, den Draht durchstecken und schon mal fest so. So, und schaut mal. Damit habe ich schon mal das Loch so ein bisschen gleichmäßiger gemacht. Und wenn ihr sagt, ach, das hätte ich auf der anderen Seite auch gern und ich hätte gerne ein kleines Löchlein, ja, dann macht ihr euch doch ein kleines Löchlein und zieht euch den Draht wieder einmal so rum, dass die Öffnung also kleiner wird. So. Und dann könnt ihr das Ganze wieder schön verweben. Einmal ringsrum gehen. Und das macht ihr dann mit euren Schlaufen aus der Mitte, was ihr dann nochmal rauszieht, dass ihr das richtig schön hier einen dicken, fetten, schönen Kranz bekommt. So, dann sieht das natürlich auch so aus wie hier. Hier habe ich das genauso gemacht. Da ist der eben auch verstärkt worden. Ja. Ihr Lieben, ich habe euch das Prinzip gezeigt. Das würde hier bestimmt noch eine Dreiviertelstunde dauern. Ich höre jetzt hier einfach mal auf, weil, wie gesagt, ich werde ihn natürlich zu Ende machen. Das ist klar. Aber ich werde mich jetzt an diesem Kranz weiter zu schaffen machen. Den habe ich ja schon mal vorgearbeitet, damit es für euch auch nicht hier zu lang wird. So, in dem Moment dann hier auch noch alles ausrichten, dass also wirklich keine Beulen sind. Und den mittleren Draht immer wieder eine Schlaufe rumziehen, dass der also wirklich dann kompakt ist und dann steht er auch. Also dann hält er wirklich bombenfest. Das werde ich mir mal zum Abendbrot irgendwie nach dem Abendbrot oder wie auch immer auf dem Sofa nehmen und dann da mal rumschlaufen. Ja, der eine oder andere wird jetzt bestimmt grinsen, weil ich da bestimmt dann einschlafe. So, den räume ich jetzt wirklich mal zur Seite. Und werde mich an diesen Kranz machen. Ihr seht schon, der ist flacher als dieser. Also der gefällt mir eigentlich sogar noch von der Höhe besser. Das war eigentlich auch mein Ziel, den so hoch wie möglich zu kriegen. Kickt mal, und der ist ja bestimmt jetzt hier, wenn ich mal so gucke, 5 cm weiter drunter. Wird aber auch schön, weil wenn ihr dann hier die Kerzen so drauf steckt. Also ich liebe das. Das ist also wirklich, also seid fleißig, macht den hier zu Ende für mich, ne? Und dann klappt das auch mit dem Nachbarn, hätte ich gesagt. Ich stelle den jetzt mal hier hin und werde jetzt mich an diesen Kranz jetzt hier nochmal widmen. Ihr seht ja, dass ich drei solche Kerzenhalter jetzt hier schon auch, eingearbeitet habe. Aber da fehlt ja noch ein vierter. Und den habe ich natürlich schon mal gewickelt, wenn ich jetzt wüsste, wo ich den hingebaut habe. Da. Das Prinzip habe ich euch ja im vorigen Video gezeigt. Also als wir dieses schöne Gebilde hier gemacht haben. Nur bei dem zeige ich euch jetzt wirklich nochmal mit der Schlaufe, da haben wir ja hier ein Herzchen gemacht und dann hatten wir das ja hier abgeschnitten. Ihr könnt natürlich den Draht genauso bei dem Herz auch lang lassen. Ich werde jetzt hier eine kleine Schlaufe setzen. So, das kennt ihr ja schon, ne, von den, hatte ich euch ja schon mal so ein bisschen gezeigt. So, also eine schöne Schlaufe. So, und dann wird der Draht hier ganz gerade runtergezogen. So, das ist alles. Ihr müsst auch nicht so ein ewig langes Teilchen hier haben. Das stört einfach nur. Das schneidet ihr ab. So, und dann wird natürlich das vierte hier reingesetzt. Und dann hält das natürlich bombenfest. Und ich habe immer mal Schwierigkeiten gehabt, die eigentlich gerade zu kriegen, so dass die richtig ausgerichtet sind.
Und da habe ich einen lieben Tipp gekriegt von der Tanja. Und zwar hat die ein Blatt Papier genommen, so, und hat einfach das dann so draufgelegt und hat dann diese Punkte, ist ja klar, muss ja gleichschenklich, hätte ich jetzt gesagt, und hat diese Punkte verwendet. Und dort könnt ihr dann den letzten dann reinbauen. Oder eben den ersten, den zweiten, den dritten. Fixiert euch das mit einem helleren Draht, den ihr dann wieder rauszieht. Da wisst ihr ganz genau, wo ihr reinstecken müsst. Und ich stecke das Teil jetzt mal für euch rein und hoffe, dass das auch von den Maßen her klappt. Ansonsten könnt ihr noch ein schönes Lineal nehmen. Ziehe mir das hier unten einmal durch. Und dann achtet ihr auch drauf, wenn der jetzt natürlich zu weit außen ist, müsst ihr ihn wieder hochholen und ein bisschen mehr am Rand. Also das müsst ihr selber dann für euch nochmal gucken. Ich werde den hier Tatsache nochmal rausziehen und wirklich, wirklich versuchen, den schön hier an den Rand zu setzen. Lasst die beiden Drähte am besten gleich lang und dann mit einem kleinen Abstand hier unten und dann setzt ihr euch das so nah wie möglich an den Rand. Zieht euch die Drähte jetzt gerade runter, also ich hole ihn jetzt hier wieder hoch, damit ich auch ein bisschen was gucken kann. Und setze mir den jetzt hier so drauf. So, natürlich seht ihr jetzt hier, ist dieser Draht schief, der müsste eigentlich gerade sein. Ne? So gerade wie die anderen sind. Also muss ich das Ganze hier nochmal rausbauen, weil der muss weiter nach vorne. Das sieht sonst nicht schön aus, also dann lieber Mühe geben. Und dann dauert es ein bisschen länger, ist egal, aber ihr freut euch mehr dran, wenn er gerade ist. So. Und guckt mal, jetzt sitzt er eigentlich so ziemlich gerade. Jetzt muss ich ihn nur mal hier richtig festkriegen. So, und wenn ihr den jetzt hier so reingesteckt habt, ist das die Halterung von dem Draht. Und dann nehmt ihr den und zwirbelt ihn ein bisschen zusammen. Ich habe den jetzt immer noch zu lang, deswegen werde ich jetzt hier echt mal was abkürzen. Also ich schneide hier nochmal was ab. Zack und zack. Aber ihr braucht auch was zum Fixieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn ab, dann ab. So, und jetzt drehe ich mir das hier unten wie in so einer Schlaufe. Natürlich müsst ihr gucken, dass ihr euch diesen Halter hier nicht verbiegt. Das klappt immer, aber ich bin ja jetzt hier in einer anderen Position. Ich habe den praktisch von hier unten richtig schön eng gewickelt und dann nehmt ihr den Draht und fädelt ihn wieder so durch. Also wie praktisch der Kranz auch gemacht ist. Kommt nach oben und den anderen setzen wir in die andere Ecke, auf die andere Seite. Und dann könnt ihr den einen Draht unter den anderen so ein bisschen wickeln. Dann ist der nämlich richtig schön stramm und sitzt auch ein bisschen besser. Und dann wieder nach oben holen. Mit der Zange richtig vernähen. Den wieder runter, damit er auch Halt bekommt. Und ihr seht schon, ich ziehe hier richtig. Also das könnt ihr, der sitzt hier bombenfest. Wenn ihr nicht genug straff zieht, dann ist das Ding klapperig. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein bei der Kugel, dass das ganze Teil doch ein bisschen schwammig war. Und ja, aber wir wissen ja, woran es liegt. Und deswegen können wir das Ganze ja auch für uns verändern. Dass es dann eben schöner wird. So, und jetzt vernähe ich das Ganze wieder da, wo er rauskommt. Dann drehe ich den ein. Wichtig natürlich, dass es nicht zu straff macht, weil wenn es dann zu straff ist und ihr macht euch diesen Kerzenhalter dann wieder in den Eimer, macht auch keinen Spaß. So, wieder durchs Löchlein durch. Und ihr seht schon bei dem, wie eng ich hier gewickelt habe. Also wie eng ich geschlauft habe. Und trotzdem finde ich hier immer noch mal eine Schlaufe, die mich schon wieder inspiriert und mich animiert vor allen Dingen. Mach mich weg. So.
Und die Enden natürlich ordentlich verschlingen, weil das ist ganz wichtig, dass ihr euch wirklich, wirklich nicht verletzt. Puh, ja, das war es eigentlich so mit dem Teilchen, dass man da wirklich auch einen schönen Kranz hat. Da könnt ihr natürlich darauf achten, wie ihr die Schlaufen hier haben wollt. Die habe ich jetzt einfach mal so in, außen, schräg in. Also das überlasse ich dann euch. Da könnt ihr ja. Und wie gesagt, wenn drin noch so eine Schlaufen sind, ruhig immer schön alles verschlaufen. Ihr seht jetzt ja, dass der fast hohl ist. Also dass man fast hier drinnen rumwandern kann. Ich habe hier vielleicht noch so ein, zwei Streben stehen. Und er hat hier wirklich einen Halt, einen Stand. Also das ist unglaublich. So, jetzt möchte ich aber gerne mit euch zum Abschluss noch etwas dekorieren. Da wartet ihr ja sicherlich drauf. Bevor wir das aber machen, machen wir erstmal den Kerzentest und stecken die Kerzen rein. Und die müssen natürlich erstmal alle richtig gut drin sitzen und halten. Guckt mal, das ist der, den wir jetzt zum Schluss gemacht haben. Da müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr hier unten dann mit dem Draht, also wirklich diesen Durchmesser auch lasst, dass die Kerze auch bis runter kann. Hier habe ich irgendwie ein bisschen Murks gemacht. Ist aber nicht schlimm. Dekorieren wir weg. Wir schummeln. So, und da stehen sie, die guten vier Musketiere. Ja, man kann sie noch ein bisschen ausrichten. Das sieht doch schon mal gut aus, wa? Ich pflück die jetzt mal wieder ab, die Kerzen, weil die setzen wir zum Schluss drauf. Und dann habe ich jetzt ein bisschen was vorbereitet an Dekoration. Ich möchte euch gerne immer mal so ein paar kleine Tipps noch mitgeben. Müsst ihr aber nicht machen. Mir gefällt es und ich habe gedacht, das muss ich unbedingt mit euch teilen, weil das ist einfach nur schön. Jetzt ist der ja wohl der gute Mann hier drin. Und ich habe gedacht, den füllt man auf mit etwas Dekoration, mit etwas dekorativen, ja, Kugeln. Da könnt ihr wirklich nehmen, was ihr habt. Ich wollte eigentlich so eine Leo-Kugel noch mit runterbringen. Die habe ich vergessen. Also ein scharfes Teilchen. Ich habe hier Kugeln. Die setze ich so hier einfach mal rein. Wahllos, das ist egal. Und dann habe ich hier auch so schöne Glitzerkugeln. Ich glaube, letztes Jahr habe ich euch das gezeigt mit dem Draht und zum Aufhängen. Da hatte ich ein Video gedreht. Und die setze ich dann auch vorsichtig rein. Natürlich vorsichtig, weil das sind Glaskugeln. Das andere sind irgendwelche Kugeln, nur kein Glas. Und dann könnt ihr sie befüllen nach eurer Farbe und nach eurem Wunsch, wie ihr das gerne hättet. Und ich sage euch, es macht wirklich auch Spaß. Geizt nicht rum. Und da ihr ja bei dem Kranz hier, den ihr ja noch weitermachen müsst, einen schönen Boden habt, könnt ihr sogar ganz klitzekleine Kugeln noch mit reinschmeißen, dass das richtig aufgefüllt wird. So, jetzt habe ich hier ein paar Kügelchen drinne. Draußen will ich keine lassen, ich will sie nur drinne haben. Die kommt auch noch rein. Und dann wird einfach nur wieder so ganz salopp dekoriert. Ich werfe jetzt irgendetwas rein und es wird wieder dann mal vielleicht mal rausgenommen oder wie auch wieder umgedreht und da fixiert und da gemacht. Ich habe jetzt hier nochmal die Tannensticks für euch nochmal mitgebracht. Und ich finde sie richtig klasse, weil da könnt ihr so gut dekorieren, dass ihr euch einfach Tannen andrahtet. Und das mache ich jetzt natürlich auch nochmal mit euch. Da habe ich jetzt hier nochmal ein paar. Die ziehe ich hier einfach ab. Und dann nehme ich mir ein 0,8 mm Draht, natürlich in der Farbe von dem tollen Kranz. Und gehe dann wieder zwischen die, na, ihr seht das, zwischen die Tannennadeln so ein bisschen gehen. So, ein Stück stehen lassen. Und dann könnt ihr hier nochmal so drum wickeln. Dann nehmt ihr euch den nächsten, setzt ihr euch den ein bisschen obendrauf, auch wieder so ein bisschen zwischen die Tannennadeln gehen, damit es nicht so auffällt. Und mit den gleichen Farbton, also hier in Titan, ist das ja, dass man das nicht so sieht. Wieder ein paar Mal drum wickeln. Und so könnt ihr euch auch eine kleine Ranke machen.
wieder die Tannennadeln. Ihr könnt auch beide Drähte hier so ein bisschen miteinander verbinden. Da geht ihr einfach etwas höher und sucht euch hier die Tannennadeln so dazwischen. Schön immer noch mal straff ziehen. Und dann geht ihr wieder ganz runter. So. Dann schneide ich das Ganze ab. Haben wir aber hier wieder rumgesaut. So. Und dann habt ihr natürlich hier Anfang und Ende und könntet wirklich, wenn ihr euch das hier so einbaut, so ein bisschen andrahtet, einfach wieder durch die Schlaufen durchgehen oder an den Kerzenhalter festbinden. Ihr könnt das ja immer noch ein bisschen biegen und ziehen, wie ihr das wollt. Ich werde jetzt mal den Kranz mal in meine Richtung nehmen, denn dann kann ich das auch besser sehen, wie wir etwas nett dekorieren. So, den anderen gehe ich dann auch noch mal so rum. Den könnte ich jetzt festhalten, falls ich, also dranhängen lassen, falls ich da noch was dranbommeln möchte. Damit das auch gut aussieht, gehe ich natürlich auf die andere Seite auch noch mal so ein bisschen. Ich drehe gleich mal um, dann zeige ich euch das. Na? Dass also wirklich, und dann natürlich in die richtige Richtung, dass ihr mal so von zwei Seiten euch ganz dezent was dekoriert. Also ich bin jetzt keine Floristin und ich habe es auch nicht gelernt, also seht mir es bitte nach, wenn das fachlich jetzt irgendwie doch anders sein sollte. Aber wir machen einfach das, was Spaß macht. Und mit Draht zu arbeiten und anderen Materialien macht doch Spaß, letztendlich. Dann habe ich hier nochmal so ein paar schöne Schneeflocken. Leute, ich sag's euch, die waren mal Silber. Die sind eigentlich Asbach uralt. Die habe ich im Eingang mal vor ein paar Jahren immer aufgebommelt. Und die sehen so toll aus mit diesem bisschen angerosteten, dass ich einfach sage, den brauche ich. Muss ich reinhängen. Also nichts wegschmeißen. Und dann werde ich das auf die andere Seite nehmen. Und guckt mal, ich habe jetzt den Drahtfaden hier dran gelassen. Gehe hier nochmal rum. Unterhalb von den Bäumchen, hätte ich jetzt gesagt, und ziehe mir hier die Schlaufe etwas hier durch, denn wir haben ja Schlaufen, da können wir ja aus den vollen greifen, so, und dann nehme ich einfach und zwirne die kleine Schneeflocke hier nochmal so an und dann werde ich die gleich noch mal ein bisschen fester setzen und ganz zum Schluss gucken, ob sie dann auch an der richtigen Stelle ist und sitzt. Also das muss dann stimmig sein. Das muss sozusagen harmonieren. So. Auch den lasse ich jetzt hier wieder mal so ein bisschen hängen und guck mal, ob ich den noch brauche. Und ganz zum Schluss machen wir ja unsere schönen Kerzen rein. Ja, was habe ich denn noch? Und ich habe noch einen ganz, ganz tollen Ast hier. Und den stecke ich jetzt einfach mal hier oben rein. So. Und arbeite mir den so ein bisschen rum. Weniger ist manchmal mehr, aber ich weiß nicht. Also eigentlich muss ich heute mal klotzen. Schon wieder. Und ich finde die kleinen Ästchen einfach herzallerliebst. Ihr könnt es auch runterhängen lassen, so dass der etwas höher ist. Wenn ihr den richtig hoch haben wollt, dann drahtet ihr das letzte Stückchen einfach mit einem 2 mm Draht an. Und dann könnt ihr den richtig schön reinstecken. 2 mm habe ich jetzt, habe ich hier. Guckt mal, passt doch. Also, Moment. Das können wir auch, glaube ich, mit 1,5 machen.
soll ja nur eine kleine Stütze sein, also ein bisschen Draht abschneiden. Beide Drähte hier lassen, den einen lasst ihr lang runter und den anderen wickelt ihr einfach so ein bisschen an diesen Stab. So. Und dadurch hat er eine Verstärkung und eine Verlängerung. So, und dann könnt ihr den einfach hier so, dann kann der auch ein bisschen höher bommeln. Also das ist ja, ne, so wie man das gerne hätte. Was haben wir denn noch im Angebot? Ich habe dann hier noch diesen kleinen Zimtstern. Den setze ich auch einfach mal ganz salopp hier rein. Also wie gesagt, ihr müsst das alles nicht so reinbauen und voll knallen. Ich knall jetzt. Ich habe jetzt hier eine Girlande gemacht mit Anis-Sternchen und mit kleinen Zimtstangen. Da muss ich mal schauen, ob ich welche in die Dekorationsabteilung gebe und dass ihr die dann, dass ich ein paar Stangen fertig mache, in Tütchen vielleicht für euch. Da muss ich mal schauen, ob ich das schaffe. Dann könnt ihr die auch haben. Ich finde, wenn dann hier so ein Stern ist und da nochmal so eine kleine Girlande gemacht wird, dann passt das einfach, weil das auch wieder stimmig ist, ne? Weil die Girlande mit diesen kleinen Zimtstangen, und ich liebe Zimtstangen, ich liebe das einfach, das ist so, und dann befestigt ihr das hier. Das habe ich mit 0,8 mm gemacht, Draht. Einfach so, die natürlich noch mal so ein bisschen ausrichten. Ja, und was haben wir denn noch im Angebot? Also die setze ich jetzt nicht rein. Aber ich habe noch hier so kleine Holzsternchen. Und die finde ich eigentlich ganz süß, weil die, ihr könnt natürlich die Heißklebepistole nehmen. Aber ich werde die jetzt hier überall so ein bisschen ganz dezent, der wird schon wieder voll, einfach ringsrum mal so ein bisschen was einarbeiten. Hier sind sie auch in Grau, so dass ihr einfach auch beide Farbtöne euch mal so wieder ins Bild holt. Ja, das ist der Kranz ohne Kerzendekoration und die machen wir jetzt ja noch rein, denn das ist ja das Wichtigste. Also, und dann zünden wir sie wieder an. Wie gesagt, ihr könnt auch Kerzentattoos mit dran machen, das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Den stecke ich mal nach hinten. Und wie gesagt, wenn einer ein bisschen schief ist, ausrichten, dass der also richtig, da muss wie eine 1 stehen. Oder fast wie eine 1. So. Den müssen wir natürlich auch noch anmachen. Und ich liebe diese Kerzen. Es ist echt Wachs, die sind toll. Und vor allen Dingen, wenn ihr so ein kleines Gesteckchen macht und das einfach zu eurer Omi ins Altersheim mitnehmt, sagt man Altersheim, Seniorenresidenz, sage ich jetzt mal so, dann passiert gar nichts. Wenn das mal umfällt oder so, da kommt nicht gleich die Feuerwehr, weil es anbrennt oder so. Ja, oder einfach ein nettes, ja, ich bin eigentlich begeistert. So, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr Lieben, ich hoffe, dass das für euch schön ist. Jetzt lasst das kurz auf euch wirken. Ihr geht einmal bestimmt mit Nahaufnahme und ich komme gleich wieder. Weil ich muss erstmal sauber machen. Das gehört dazu. So, ihr Lieben, jetzt ist alles schicki. Das Ding ist auch genial, da bleibt alles haften. Ja. Ich hoffe, das steht hier einigermaßen gerade. Ich kann es jetzt von der Seite nicht sehen. Ihr Lieben, ich hoffe, es war wieder was für euch dabei. Und ihr sagt, je, das ist wirklich nur eine Idee, die mir super gut gefällt. Dann freue ich mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und ich hoffe, dass es euch nicht langweilig war. Und wenn ich immer mal jetzt so viel sappel, ja, dann spult einfach vor. Dann verpasst ihr zwar die Hälfte. Irgendwann erzähle ich auch mal Witze. Also es soll ja hier auch eine kleine Unterhaltung sein. Ne? Für umsonst gucken, sage ich mal, eine kleine Unterhaltung. Ganz viel Freude und meine Fans, die wissen das sehr zu schätzen. Das weiß ich. Und dafür gibt es Herzchen. So, ihr Lieben, jetzt kribbelt es wieder in euren Fingern. Ich sehe das richtig. Ich muss jetzt mal gucken, was ich davon alles in den Shop stelle. Es gibt ja immer alles.
In der Infobox verlinke ich auch alles wieder direkt. Also in der Infobox unter dem Video Häkchen klicken, ist alles drin, sage ich jetzt jedes Mal, damit es auch beim letzten ankommt. Ja, in diesem Sinne, was steht hier drauf? Frohes Fest. Ja, noch nicht, aber bald. Herzliche Grüße, eure Katja.